Grenzen beim Trailsport? Gibt es nicht. Aber eine Sache gibt es, die ich bisher nicht erreichen konnte. Ein Titel, für den man alles geben muss. Mein Ziel: Weltmeister. Doch das allein reicht mir nicht. Anderen das geben, was ich selbst nie hatte. Persönliches Training und Coaching. Hi Leute, ich bin's Jonas. Ihr habt gerade den Trailer gesehen für die Dokumentation, die dieses Jahr über mich verfilmt wird. Ich möchte euch einfach in dem Video, das ihr jetzt gerade seht, ein bisschen was darüber erzählen, was euch in der Dokumentation erwartet, was meine Ziele dahinter sind und wie dieses Jahr geplant ist. Warum ich die Dokumentation machen möchte und was für eine Absicht ich dahinter habe, erzähle ich euch jetzt. Davor aber noch, warum habe ich das Handy in der Hand? Ich bin wahrscheinlich gerade nervöser, wie wenn ich bei der WM in der ersten Sektion stehe. Das ist für mich was ganz Neues, so vor der Kamera zu stehen. Also wundert euch nicht, dass ich Handy in der Hand habe. Ich habe so viele Stichpunkte da aufgeschrieben und ich will euch einfach alles davon erzählen in dem jetzigen Video. Und deswegen, dass ich nichts verpasse, dass ich nichts vergesse, habe ich Handy in der Hand. Also meine Absicht hinter der Dokumentation. Ich hatte schon länger die Idee, eine Dokumentation zu machen. Und letztes Jahr, im Dezember, habe ich dann aber gesagt, okay, komm, jetzt auf geht's. Jetzt passiert gerade so viel von Tag zu Tag. Letztes Jahr im Oktober habe ich mich nämlich dazu entschlossen, dass ich zu 100% quasi nur noch für den Trailsport lebe. Also ich mache die Akademie und fahre selber halt noch, bin jetzt quasi Profi. Und habe dann gesagt, ich möchte das verfilmen und möchte eine Dokumentation über mich und über die Akademie machen. Und bin dann zu meinem Kumpel, zum Janis, das ist der, wo gerade hinter der Kamera sitzt und das Ganze filmt, dass wir das dieses Jahr umsetzen, 2021, und euch da draußen eine schöne Dokumentation abliefern. Was ich so ein bisschen zeigen möchte mit der Dokumentation ist auch, ich bin einfach davon überzeugt, dass jeder viel mehr aus sich rausholen könnte, wie er eigentlich von sich glaubt. Und ich glaube, wenn Leute so das sehen, was ich so im täglichen Leben mache, mit der Akademie, aber auch mit dem Trailsport selber und so alles, was dahinter noch steckt, dass das eine ziemliche Inspiration und Motivation für andere sein könnte. Und ich möchte einfach, dass jeder da draußen so anfängt, mehr aus sich zu machen, mehr an sich zu glauben und einfach sein Ding durchzieht. Inhalte der Dokumentation sind nicht nur Training vom Trailfahren und Fitnesstraining und so Sachen, sondern es geht auch ganz viel so um den Background hinter dem Ganzen. Viele sehen mich immer nur so, ah, das ist der Jonas vom Trailtraining und der Jonas von der Akademie, aber letztendlich ist es viel, viel mehr, steckt viel, viel mehr dahinter. Viele vergessen also, dass auch ich noch ein ganz normales Leben führe, auch ich kochen muss, auch putzen muss und mein Auto zur Werkstatt bringen muss und so ganze Sachen. Und auch das möchte ich so ein bisschen in der Dokumentation zeigen. Also ihr werdet nicht nur mitkriegen vom Training selber und von der Akademie, sondern auch so ein bisschen ja, der Background dahinter. Natürlich eine ganz große Frage ist momentan, sind dieses Jahr überhaupt Wettkämpfe? Auch die Frage stelle ich mir und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass es bald weitergeht mit Wettkämpfen und offiziellen Trainings und so, dass man wieder alle Leute sieht. Das ist einfach cool für den Sport und für uns Fahrer auch selber. Und klar, falls es Wettkämpfe gibt, seht ihr natürlich auch viele Eindrücke von den Wettkämpfen. Da nehmen wir euch mit. Ja, was machen wir, wenn es keine Wettkämpfe gibt? Das ist auch eine gute Frage. Ich denke, es gibt so viele Sachen, die interessant sein könnten. Also es wird auf gar keinen Fall langweilig, das garantiere ich. Also, wie ihr wahrscheinlich schon ein bisschen gesehen habt auf Instagram und Facebook und so, wohne ich seit ein paar Wochen in einer neuen Wohnung. Das ist das, was ihr so hinter mir seht. Ein ziemlich altes, um genau zu sein, ich meine fast 300 Jahre altes Fachwerkhaus. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir das alles renoviert haben und so. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich drin wohnen und viel entspannter, weil da, wo wir jetzt hingehen, das ist die neue Trainingshalle für Fitness und fürs Trailtraining.
Und da gehen wir jetzt mal hin und ich zeige euch ein bisschen was. Also kommt mit. Also, das ist quasi der erste Stock, sage ich immer so. Das ist der untere Bereich von der Trainingshalle, wo wir quasi alle Basics trainieren können. Alle Hindernisse sind frei zum Hinstellen. Man kann sie jederzeit wechseln und ganz individuell anpassen. Also, die Halle oder die Scheune hier, das war davor eine Sportpferdezucht, soweit ich weiß. Davor war hier alles voll mit Stroh und irgendwelchen Pferden, auch draußen und so. Und dann hat es jetzt die Möglichkeit ergeben, dass ich hier drin die Indoor-Akademie aufbauen kann. Und für mich ist das echt ein richtig guter Step in Richtung Zukunft, in die Richtung, wo ich eigentlich hin möchte mit der Akademie. Also nicht, dass ihr denkt, das wäre alles, das war auch irgendwo ein bisschen traurig. Wir haben natürlich noch einen zweiten und einen dritten Stock und da gehen wir jetzt mal hoch. Da oben, wo wir jetzt hingehen, ist schon so ein bisschen eher, ja, ich sag mal, heavy aufgebaut, also schon eher schwierig. Da gehe ich auch nicht mit jedem hoch, einfach weil es vom Level her echt angezogen ist. Aber kommt mal mit, schaut es euch an. Also, jetzt befinden wir uns quasi auf dem zweiten Stock von der Indoor-Akademie. Wie schon gesagt, hier ist es echt ein bisschen schwieriger. Hier komme ich auch nicht mit jedem hoch. Aber ich zeige euch ein bisschen was, was wir hier aufgebaut haben. Kommt einfach mit. Was mir ganz wichtig ist, ich glaube, das seht ihr auch schon so ein bisschen an den Wänden und so, mit Bildern und Plakaten, Bannern und so Sachen. Einfach die Atmosphäre ist mir hier ganz wichtig. Desto motivierender die Atmosphäre hier, desto ja, besser das Training, ist meine Meinung. Also was ihr hier seht, viele Hindernisse, die ziemlich hoch sind und auch weit auseinander gebaut. Aber trotzdem versuche ich immer, dass ich es kombiniere mit technischen Sachen. Also nicht nur hoch und weit, nicht nur die klare Kanten, sondern auch immer technische Sachen mit reinbauen. Dann trainiert man voll vielfältig und man hat immer alles dabei. Ihr seht vielleicht, es sieht noch teilweise aus, ein bisschen nach Baustelle. Da steht noch eine Leiter rum. Unten die Räume waren auch noch nicht alle fertig. Also wir sind jetzt erst, sage ich mal, am Anfang. Aber für das, glaube ich, sind wir doch teilweise schon relativ weit. Also man kann trainieren und es tut sich eigentlich jede Woche was Neues. Und es wird besser. Gehen wir mal hoch hier auf den dritten Stock. Hier oben müssen wir jetzt erstmal noch den Boden mit OSB-Platten verstärken, dass das hier richtig stabil ist und mir keine hier runterbricht aufs runter zum ersten Stock. Das wäre ziemlich blöd. Und dann bauen wir hier auch noch weitere Hindernisse auf. Das seht ihr dann bestimmt in den nächsten Videos, wie es hier dann aussieht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wenn bald wieder alles normal ist und es wieder möglich ist, dass alle Leute kommen dürfen zum Training, dass wir hier mal in der Scheune eine richtig dicke Trail-Chair machen können, sodass die Scheune voll ist mit Trailfahrern und dass es richtig abgeht im Training. Also, hinter der Tür, jetzt wird es gefährlich, nein Spaß, hinter der Tür befindet sich unser Fitnessraum. Das hat viel, viel Arbeit und viel Zeit gekostet, aber ich glaube, es hat sich echt gelohnt. Danke an der Stelle an David, der hat echt viel geholfen. Danke. Normalerweise Stopp. Schuhe aus, aber ihr seid Special Guests, ihr dürft auch mit Schuhen reinkommen, also. Genau, hier ist so jetzt der Fitnessraum, auch hier wird noch ein bisschen was passieren, noch mehr Trainingsmöglichkeiten, verschiedene Geräte noch, einfach, dass wir alles haben, was man so braucht, um sich spezifisch für den Trailsport vorbereiten zu können, für die ganze Wettkämpfe, dass wir fit sind. Hier trainieren zum Beispiel auch Nina Reichenbach, mehrfache Weltmeisterin. Der Olli Wittmann war schon hier zum Training. Also hier wird echt geschwitzt und hart gearbeitet. Zu meiner bisherigen Laufbahn vom Trailsport möchte ich euch auch noch ein bisschen was erzählen, wie ich eigentlich so dazu gekommen bin, was so der Grund war, warum ich Trail angefangen habe, wer so am Anfang dabei war und was ich so bisher erlebt habe. Ich bin relativ früh schon ganz normal Fahrrad gefahren. Meine Eltern haben immer gesagt, oder erzählen mir jetzt, ich bin Fahrrad gefahren wie ein Gestörter. Habe wahrscheinlich ein Fahrrad nach dem anderen so geschrottet und habe bei mir im Garten, wir haben einen ganz großen Garten bei meinen Eltern daheim,
habe ich immer ganz viele Strecken gebaut und es ging schon irgendwie in die Richtung Trail. Und ein Bekannter von meinem Vater, dem sein Sohn, der hat das gemacht und da bin ich dann einfach mal mitgegangen und habe mir das angeschaut. Das hat ganz gut funktioniert, hat mir halt echt mega Spaß gemacht. Habe kurz drauf dann schon mein erstes Trailrad bekommen, weil ich einfach so fleißig war und nichts mehr anderes machen wollte wie das Trailfahren. Und bin dann auch 2006 schon meine ersten zwei Wettkämpfe mitgefahren. Mein erster Wettkampf, das war 2006 in Dossenheim. Das weiß ich noch ganz genau, sind wir hingefahren bei strömendem Regen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Klar, ich bin zu dem Zeitpunkt, ich meine schon vielleicht 3-4 Monate bin ich gefahren. Und was man gesehen hat von der Autobahn, eine riesen Felswand, also ein ganz großer Steinbruch. Ich habe schon gedacht so, oje mine, was erwartet mich da? Meine Eltern auch schon, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann war es aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ich kann mich an einen Sturz noch erinnern. Danach wollte ich auch aufhören. Da bin ich so einen Hang runtergefahren, so im Schotter. Und mich hat es voll über den Lenker gehauen. Also war ein bisschen geschockt und so, nee, ich hör auf. Aber meine Eltern haben gesagt, nee, mach weiter. Hab den Wettkampf dann noch zu Ende gefahren und wurde an dem Tag Siebter. Und so hat eigentlich auch alles dann angefangen. Wettkampf für Wettkampf dann. Und 2007 dann bin ich meine erste Trail-Saison ganz mitgefahren und wurde auch gleich süddeutscher Meister in der U9-Klasse. Klar, und irgendwann wurde dann so aus Hobby und Spaß die ganze Sache auch richtig ernst. Und wie es dazu kam, will ich euch jetzt erzählen. Mit 12 Jahren, meine ich, habe ich dann meinen ersten Sponsoring-Vertrag bekommen, damals im Ozonis Team Deutschland über den Joachim Will. Es war dann so quasi so, vielleicht würde ich sagen, der erste Schritt so in die professionelle Richtung, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird das Ganze ernst und hey Jonas, du kannst da was draus machen. Und später dann, so mit 15, 16, wir alle kennen das, oder wenn ihr jetzt jünger seid, dann kennt ihr es vielleicht noch nicht, aber die Zeit wird kommen, wird dann die Frage gestellt von den Eltern und vor allem auch von den Lehrern in der Schule, ey, was machst du eigentlich aus deinem Leben mal und wie soll es weitergehen mit dir? Und du musst dich entscheiden und ja, du musst... Also so dieses strikte, okay, mach Schule, mach deinen Beruf, mach dies, mach das. Und ich habe mir dann immer irgendwie überlegt, hey, wie wäre das eigentlich so Trail-Profi? Und hatte dann so mit 14, 15, meine ich, so das erste Mal so den Traum davon, okay, hey, Jonas, mach was aus deinem Leben und verbind's irgendwie in Richtung mit Trail, dass du dein Hobby zum Beruf machen kannst und auch davon leben kannst. Dann kam die Zeit, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und mir war klar, okay, nach der Schule, ich möchte unbedingt was machen in Richtung Trailsport. Dann war ich 16, wo ich fertig war mit der Realschule, war aber noch zu jung. Wir haben Schulpflicht bis 18 in Deutschland, ich konnte nicht gleich irgendwie quasi machen, was ich möchte. Habe dann erst ein FSJ gemacht, habe dann noch ein bisschen verlängert, bis ich 18 wurde. Und mit 18 habe ich dann mich entschieden zu sagen, okay, hey, ich probiere es einfach mal aus. Ich plane 6 Monate ein und gehe ins Ausland. Also das heißt, ich war in Spanien und in Frankreich die meiste Zeit, habe dort gelebt mit verschiedenen Trailfahrern und habe quasi auch von denen dort gelernt und habe auch das erste Mal so ein bisschen gesehen, wie das dort im Ausland funktioniert mit den ganzen Trail-Akademien. Und dann kam mir so die Idee, hey, warum funktioniert das dort? Warum soll das hier nicht funktionieren? Warum gibt es dort Leute, die von dem Sport leben können und jeden Tag das tun können, worauf sie wirklich Bock drauf haben und hier macht es keiner? Und ich habe dann gesagt, hey, okay, auf geht's. Wenn du wieder zurück bist in Deutschland, setz alles dafür um, dass du das so machen kannst, wie die es dort machen und sogar noch eins draufsetzen und nochmal besser machen. Also meine weiteren Ziele sind halt noch den WM-Titel, den habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich weiß, es ist ein ziemlich hochgestecktes Ziel, man muss echt viel, viel, viel dafür arbeiten, aber ich sehe es als realistisch und möchte euch quasi mit der Dokumentation mit auf den Weg nehmen, dorthin zu dem Ziel. Wer weiß, vielleicht erreiche ich es, vielleicht auch nicht. Mal schauen, ich bin schon gespannt. Dann als nächstes halt das auch noch mit der Akademie. Ich möchte die Akademie nochmal auf ein anderes Level bringen. Ich sage immer so ein bisschen, oder ich träume so ein bisschen davon, dass die Akademie so das Level erreicht, wie so ein Fußballleistungszentrum. Also dann könnt ihr euch vielleicht so überlegen und vorstellen, auf was für ein Level ich das Ganze bringen möchte, den Trailsport. Also das wäre jetzt dann quasi mit dem ersten Video. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey, was passiert eigentlich? Also, wie schon gesagt, wir wollen eine Dokumentation machen, aber weil wir gar keine Ahnung davon haben, wie dieses Jahr
stattfinden wird mit Wettkämpfen, ob überhaupt was stattfinden wird und so, haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall Videos für YouTube. Also jeden Monat kommen Videos auf YouTube. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und die Glocke einschalten, dass ihr gar nichts verpasst. Hoffentlich können wir euch dann am Ende vom Jahr eine schöne lange Dokumentation liefern mit ganz vielen Eindrücken über das ganze Jahr verteilt, dass ihr quasi den Prozess nochmal Revue passieren lassen könnt. Und ja, viel Spaß bei den nächsten Videos. Yeah!